Ja, moin Leute. Projekt so gut wie abgeschlossen. Umbau ist gelückt. Geglückt. Gott, oh Gott, oh Gott. Patient lebt. Er freut sich bester Gesundheit. Ich habe hier wieder volles Register gezogen und habe wieder richtig auf die Tasten gehauen. Ich habe ja gezeigt, die Lok fuhr ja perfekt. Also. Das war ja nicht das Problem, aber man muss ja diese Schnittstelle immer hochklappen und muss dann eigentlich so 180 Grad drehen, dass das, was unten ist, eigentlich oben ist. Und das gefällt mir gar nicht. Und ich mache es immer genau andersrum. Ich schraube die so rein und löte die Kabel hier auf die Löttabs auf. Und dann ist das alles wesentlich einfacher, finde ich. Ist, so mache ich das zumindest bei den hier Proto 2000. Ja. Wie gesagt, alte Lok von 2005. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Gab es auch mit QSI Quantum Sound. Also kam das ungefähr, schätze ich mal, zur selben Zeit raus wie die Atlas-Loks. Aber egal, darum geht es nicht. Was habe ich jetzt noch alles geändert? Erstmal habe ich ja sowieso hier LEDs wieder reingesetzt, weil die originalen orange waren. Das sah total behindert aus in meinen Augen. Jemand anders gefällt das vielleicht. Dies ist jetzt warm weiß. Drei LEDs, warum? Frontlicht, Rücklicht und dies ist das Gyra-Light. Zeige ich daher alles gleich noch. Ja, dann musste man natürlich alles wieder neu verlöten, neue LEDs einkleben und habt ihr nicht gesehen, justieren. Das ist immer das Schöne daran. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, macht Bilder, bevor ihr so eine Lok auseinanderbaut. Macht lieber Bilder. Oder beschriftet euch das, weil mir ist hier auch ein kleiner Fehler unterlaufen. Da war ich gestern schon wieder ein wenig, bis ich den Fehler gemerkt hatte. Also den Fehler, der mir hier unter, man sieht es so nicht. Die Lok läuft doch perfekt, alles funktioniert auch so, wie es soll. Man sieht es auch nicht. Aber es ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Und den sehen wahrscheinlich nur GE-Fans, die richtig Ahnung von dieser Lok haben. Die wissen, wie die Anordnung von gewissen Teilen ist. Aber ja, gut. Deswegen kann ich euch das nur immer mit auf den Weg geben. Macht Fotos, druckt euch das aus und klebt euch das irgendwo hin, damit ihr wisst, wie das ausgesehen hat. Ne? Ja, könnt ihr LEDs ausrichten. Da muss man auch immer gut gucken, dass man nicht zu weit, weil das ist hier nämlich auch sehr, sehr, sehr delikat, weil das fällt. Kann man das sehen? Da unten fällt das fällt, also das Gerät fällt da rein. Also dann darf man die LED auch nicht so weit nach vorne gucken lassen, weil man die sonst da nicht wieder reinkriegt. Hinten ist das vollkommen egal. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Diese grüne Platine, die hier drüber läuft eigentlich, die ist ja verschraubt, die habe ich ausgebaut. Da habe ich mir jetzt hier eine Polystyrolplatte genommen. Habe die da dementsprechend bearbeitet, dass das alles passt und auch verschraubt. Könnt ihr sehen, die wird auch durch diese beiden kleinen Innensechskant, auch Imbus genannt, gehalten und hier hinten natürlich oder hier vorne durch diese eine Schraube. Ne? Könnt ihr sehen, ich habe hier unten noch Muttern drunter geklebt, weil man hat nur diese dünne 2 mm. Diesen Vorstand hier. Da habe ich zwar Gewinde reingeschnitten, aber da dachte ich mir, das hält wahrscheinlich nicht. Da habe ich dann noch eine Mutter darunter geklebt und dann, ja, ich habe jetzt den V4er eingebaut. Ich wollte eigentlich den anderen Decoder einbauen, aber, ich denke, der passt jetzt sehr gut hier rein, auch mit den Kabeln, weil da muss man ein bisschen, bei dem anderen sind die Kabel ein bisschen steifer, ein bisschen dicker. Das ließ sich nicht so gut knicken. Ja, ich glaube, das kann man so akzeptieren. Ne? Das ist eigentlich relativ übersichtlich, ist auch kein Durcheinander. Eigentlich, wer Ahnung hat vom DCC-Umbau und mit der Kabelbelegung. Also ich muss nochmal auch immer dazu sagen, ich halte mich immer an die Kabelnorm. Sprich, die Kabelfarben für die DCC-Belegung. Ne? Also das wirklich Blau, Dauer Plus,
schwarz und rot für Stromaufnahme, Stromaufnahme links, rechts, weiß Licht vorne, gelb Licht hinten, grün F1, violett F2 und solche Geschichten, weil dann kriegt man auch kein Durcheinander. Oh ja, ich vergaß natürlich Orange Motor, Grau Motor. Ich habe mir das hier nochmal, ich weiß nicht, kann man das sehen in der Kamera, den hier weiß markiert. Das heißt, das ist mein Indexpunkt, das ist der Orange vom Motor. Ja, eigentlich ganz simpel. Ja. Also das kann ich auch immer nur anraten, sich da an die Kabelfarben zu halten, weil das ist übersichtlicher. Man weiß ganz genau später, man muss nicht lange suchen. Ich brauche schon gar nicht mehr, ja, nun mache ich das ja auch schon eine ganze Weile. Ich brauche das schon gar nicht mehr gucken. Ich habe das alles so im Kopf. Bei mir geht das ratzfatz, bap, 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 bap. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Ne? Aber das kommt wahrscheinlich mit der Zeit, wenn man das öfter macht, dann weiß man ganz genau, da braucht man gar nicht mehr überlegen. Das hat man dann einfach im Kopf. Und ja, so, muss ich noch was dazu sagen? Nö. Ja, sonst ist nichts Besonderes. Ja, vor jeder LED ein Vorwiderstand. Ist natürlich klar. Mache ich so, muss man nicht unbedingt. Man kann auch den einfachen Weg gehen und na, wo haben wir ihn jetzt denn? Da haben wir ihn. Jetzt muss ich die Kamera ein bisschen justieren, damit ihr das auch gleich seht. Oh ja, jetzt kann ich hier gleich den Lockkasten wieder runternehmen. Aber ich wollte ja erst noch was anderes erzählen. Diese Lok ist mittlerweile F. Nee, Quatsch, jetzt erzähle ich was. Jetzt erzähle ich Unsinn. Diese Lok, die echte Lok, ist eine von zwei überlebenden U28Bs. Ja, das ist Wahnsinn. Das wusste ich auch nicht. Also ich habe das gestern nachgelesen, da dachte ich mir, Halleluja, dass wir die alle verschrottet haben. Diese ist von der VLIX und ist jetzt bei der Museumsbahn in Tennessee Oak Ridge. Da kann man die doch besichtigen. Also wenn jemand mal Lust hat oder in Tennessee irgendwo ist, schöne Gegend, kann ich nur anraten. kann man die noch besichtigen? Also die existiert noch. Gebaut wurde dieser Hobel, wie ich schon gesagt hatte, als Louisville und Nashville als 2504. Und hier könnt ihr auch sehen, die Nose Headlight. Und das ist ja, was ich in dem vorigen Video sagte. Das ist eigentlich so ein Zeichen immer gewesen, dass das eine Ex-Louisville- und Nashville-Maschine war. Später ist die, zu, wie ich sagte, zu Family Lines gewechselt, hat dann natürlich das graue Farbschema oder graue Farbkleid bekommen. Hier kann man jetzt auch noch sehen, das Foto ist von 82, das andere Foto war von 72 oder sowas. Ne? Also so alt ist der Kram. Hier könnt ihr sehen, dass die Fenster noch, ja, ich meine, hier kann man das noch sehen. Hier sind die noch durchsichtig. Jetzt kommt nämlich ein anderes Foto. Ein aktuelles, oder was heißt aktuelles, aber so wie sie später mal waren. Hier könnt ihr dann sehen, dass man die Scheiben mit Platten abgedeckt hat. Und das hat irgendwas, ich hab, muss mir das nochmal durchlesen, FRA, Rulement, bla bla bla, habt ihr nicht gesehen, wegen Steinschlag oder weiß ich was, darf man das nicht mehr. Ne? Oder ist das verboten worden? Ne? Wenn man das überlegt, ja, warum das so ist, ich weiß es auch nicht. Des Weiteren kann man hier schon wieder sehen, dass das CSX weggenommen worden ist. Das Horn ist oben auf dem Dach, ist bei mir auch nicht. Mein Horn ist hier, ne? Originalposition. Ganz schwer, da Fotos drüber zu kriegen, über diesen Kollegen. Ganz, ganz schwer. Warum? Tja, wahrscheinlich eben, weil es so wenig Loks davon gegeben hat. Ich meine,
Jetzt muss ich mir das gleich wieder raussuchen. Da sind nur ein ganz paar von gebaut worden. Die sind nur ein Jahr lang gebaut worden, diese Serie. Und eigentlich ist es später auch gar keine U28 mehr gewesen, weil die Motoren hat man geupgradet auf 3000 PS und nicht auf Original 2.8, ne, also 2800. Deswegen auch dieses U28B. Später sind die also als U30 auch gelaufen, weil man hier geupgradet hat. Ne? Ist es nur der Carbody, der dann eben, oder das Lockgehäuse, der eben anders war. Also die sind schon sehr, sehr selten gewesen. Und ich meine, dass Louisville und Nashville auch, glaube ich, nur 16 Maschinen davon hatten oder sowieso da in der Gegend wurde. Also es sind ganz paar gewesen. Also sie sind wirklich, wirklich selten. Noch seltener sind die U28C. Ne? Die sind wirklich noch seltener. Also die muss man wirklich. Und da wüsste ich auch gar nicht, ob da ein Modell von existiert. Glaube ich gar nicht mal, weil ich wüsste nur die U30C oder U36-7. Ne? Die U28C, da hat, glaube ich, gar keiner Modell von rausgebracht. Ne? Also das sind auch alles solche Geschichten. Es gibt wirklich sehr, sehr seltene Loktypen. Ja, jetzt muss ich eigentlich, oder lassen wir den erst drauf? Wir lassen den erst drauf. Weil sonst bringt das nur wieder unnötiges Chaos. So, jetzt müsst ihr mal gucken. Ich habe natürlich ordentlich was programmiert, damit ich den Kollegen zum Laufen kriegte. Oder so richtig, so wie ich das haben wollte. Das ist jetzt Speed Step 1. Da ruckelt auch nichts. Okay, der summt jetzt natürlich ordentlich, ne? Weil der muss natürlich Power geben, ne? Das hört man auch jetzt. Das sind die einzelnen Felder des Motors, die man dann hört. Jetzt hört man es ganz deutlich. Diese Regelfrequenz jetzt für den Motor. Und ab 20 ist das weg. Okay, wen das stört, dieses Geräusch, klar, der kann natürlich auf dem anderen Decoder umsteigen auf ein CIMO oder sonst irgendwie was, das ist klar, das ist alles möglich. Ne? Und man muss bei der Programmierung schon wirklich, ja, man muss schon wissen, was man macht und man muss auch eigentlich wissen, welche CVs man wie programmieren muss oder wie gesagt, man hat einen Log-Programmer, dann ist es natürlich wesentlich einfacher. Das ist alles nicht so einfach damit. K-Slow und E-Slow und da muss man genau wissen, was man macht. Weil wenn man die ganzen Parameter ändert, verändert man auch andere Parameter dadurch. Ja, das ist wirklich so. Das wollen die meisten auch nicht glauben. Das ist so. Das heißt, wenn man diese Langsamfahrt verändert, kann es sein, dass es im mittleren Bereich ruckelt oder in der Top-Speed ruckelt. Da muss man da wieder nachregeln. Aber normal braucht man da nicht großartig. So, jetzt wollen wir mal gucken nach den Lichtfunktionen, wie ich das gelöst habe. So, jetzt müssen wir vorwärts. Das ist schon mal nicht schlecht, das sieht richtig gut aus. Und jetzt F1 habe ich dieses. Das sieht auch nicht schlecht aus. Auch da muss man wieder wissen, wo man da eine Funktionszuordnung, wie man das machen muss. Ne? Vor allem dieses warm-weiß sieht jetzt, das sieht wirklich natürlich aus, finde ich. Das ist mein Geschmack. Andere Leute sagen, ah nee, dieser Orangeton ist super. Oder es gibt auch Leute, die wollen dann dieses Schneeweiße haben, das schon ein bisschen ins Bläuliche reingeht. Nee, wenn man mal richtige Lampen beguckt hat,
bei Loks, die haben immer so einen kleinen Gelbstich, haben die. Das ist ganz normal. Ja. Ich habe ein bisschen beim Ausschalten ein bisschen Delay reinprogrammiert. Ups, also jetzt nicht gleich komplett aus. Jetzt auch. Ups, das dauert immer ein bisschen. Ja, jetzt kann ich noch mal was zeigen. Deswegen sagte ich gerade, ich wollte den Lokkasten eigentlich erst runterlassen. Weil das fand ich wirklich faszinierend. Nun musst ihr mal auf den Motor gucken. Oder die Schwunggewichte gucken. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also wenn das keine Motorkontrolle ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, und da sieht man auch wirklich, dass der Motor nicht stottert oder ruckelt oder sonst irgendwie was. Das kriegt man natürlich nicht mit Standardwerten hin. Da müssen wir uns, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ne? Also da muss man, wie gesagt, ich habe die frei programmierbare Kennlinie habe ich einprogrammiert und nicht dieses Low, Mid, Top. Ne? Diese drei Punkt, das fliegt bei mir sofort immer raus, weil ich das furchtbar finde, damit zu fahren. Aber auch das ist Geschmackssache. Der eine sagt, ich finde es toll, der andere sagt, ich finde es nicht toll. Der Motor ist der Hammer. Der ist wirklich der Hammer. Und so sollte eine Modelllok auch laufen. Diese 0 und die läuft auch noch weiter aus. Und das ist auch so ein Punkt, was ich immer reinprogrammiere. Diese 0 und sie läuft noch weiter. Ja, nicht dieses, wenn man auf 0 geht. Bups, steht die auch in der 0,2 Sekunden. Ne? Das finde ich furchtbar. Nee, das macht eine echte Lok auch nicht. Und das ist auch dieses, finde ich immer, dieses originalgetreue Fahren. Ne? Das ist genau wie beim, ich sag mal hier jetzt beim Beschleunigen, dass die nicht gleich wie so ein wildgewordener Handfeger gleich losschießt, sondern ganz langsam, gemütlich, wie die echte Lok losläuft. Ne? Und das ist ja alles mit digital, mit diesem DCC möglich. Das ist ja das Schöne, dass wir da rumprogrammieren können, bis der Arzt kommt. Ja? Wenn man dann weiß, was man macht. Aber wie gesagt, wenn da Fragen sind, ich bin da immer gerne bereit zu helfen, wenn man wirklich da nicht zurechtkommt. Ich hatte auch letztens einen. Er sagte auch, wie kann ich da mit anfangen? Ich sage, ja, erstmal daran liegt, welchen Decoder man benutzt und was man will und wie. Und ne, das ist alles, diese ganze Geschichte ist nicht in 5 Minuten erklärt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, jetzt kann ich den Lokkasten draufsetzen. Das Schöne ist, der passt richtig gut drauf. Da klemmt nichts. Das passt alles so schön drauf. Ne, das ist, finde ich, bei Waters Proto-Loks. Das ist so schön. Da ist manchmal bei Atlas schon ein bisschen schwieriger. Ne? Da muss man sich wie ich schon mal einen abbrechen, da den Lokkasten abzunehmen, weil man irgendwelche Kunststofflippen hat, die man umbiegen muss. Da denke ich dann immer, ne? Ja. Seltenes Modell, gut detailliert, gut, sehr gut verarbeitet für die, ich sag mal, für die Zeit damals 2005. Ist das ein Hammermodell, dass ich wirklich noch mit anderen Modellen heute wirklich noch messen kann. Absolut. Auch die Geländer, da ist nichts krumm, gar nichts. Ne? Die sind richtig auch vernünftig stabil, ne? Weil da haben einige Hersteller ja auch oft Probleme mit. Das Schöne, die Endstücke sind gelb lackiert, sieht man auch nicht oft. Ne? Also wie ich von den Details her, ist das Ding absolut der Hammer. Kann ich nicht anders sagen. Okay, das Summen aber stört mich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht ganz so. Ne? Nicht ganz so. Dafür hat man natürlich ja auch Fahrverhalten, was sich wirklich sehen lassen kann. Ja, gemessen habe ich den Vogel jetzt noch nicht, wie schwer der ist, aber ja. Oh ja, Sunshades habe ich dran gebaut, die muss man ganz vorsichtig dran kleben. Da sind keine Stifte.
Also man hat wirklich nur eine glatte Fläche, da muss man wirklich ganz vernünftig, ruhig zu Werke gehen, ne? Und das muss mit einmal auch sitzen und da darf man nicht großartig, weil sonst ist alles versaut. Aber das kennt ihr. Ja, jetzt muss ich gleich hier die Kupplungstaschen, sprich Koppler-Pockets einbauen. Und dann haben wir den Kollegen fertig. Er ist schon programmiert auf seine Loknummer 5323. Mache ich eigentlich auch immer grundsätzlich, den Decoder auf die Loknummer zu programmieren. Dann hat man auch kein irgendwie Durcheinander, wenn irgendwelche Leute dann immer zu mir kommen und dann, ja, ich weiß die Adresse gar nicht. Ja, dann, ja, deswegen habe ich letztens auch das Video gemacht mit diesem BLI, da mit dem Log-Programm oder Log-Adressleser. Ne? Weil das Ding ist wie ich, man schließt es an ans Gleis, Log drauf, brr, der liest das aus und fertig. Ne? Das ist so genial. Dann weiß man immer sofort, über was man redet. Ne? Ja, und das sage ich immer, das ist, was man immer gerne umgehen kann, indem man die Lok immer gleich auf seine Loknummer programmiert. Man kann ja auch ruhig die ersten zwei oder die letzten zwei Zahlen nehmen. Ist alles gar kein Problem. Ne? Dann fahrt ihr mit einer kurzen Adresse, ist ja auch kein Problem. Ne? Kann man ja alles machen. Ne? Aber zumindest, dass man so einen kleinen Ansatz hat, dass man weiß, mit welcher Adresse fahre ich überhaupt rum. Und ich kann euch auch noch mal einen Tipp geben, was wirklich ganz, ganz gefährlich ist, die auf Adresse 3 stehen zu lassen. Kann man machen, ja, absolut geht, aber ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen, dass dann auf einmal vier, fünf Loks zugleich losfahren, weil die alle auf Adresse 3 programmiert waren. Das ist ganz, ganz gefährlich, sowas. So, in dem Sinne, ich mache vielleicht nachher noch mal ein Fahrvideo. Schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.